Zack. Test, Test, Check, Check. Jo, Mikro schlägt auf. Willkommen, ihr Lieben, zu einer Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Jetzt habe ich doch wieder Let's Play gesagt. Aber ich habe es gestern mal wieder im Discord aufgeschnappt, dass es wohl Leute gibt, die glauben, es gäbe so Sachen so wie so ein Sommerloch. Ja, gibt es wirklich ein Sommerloch bei Clash of Clans? Ich bin mir nicht sicher, aber eins bin ich mir sicher, die Szenerie hier finde ich sehr, sehr schick. Die Szenerie hier finde ich sehr, sehr schick, weil ich kann euch auch genau sagen, es gibt einen ganz kleinen entscheidenden Punkt, sage ich mal, warum ich die gut finde, weil es nicht die drei Sachen hier unten, also die Schmiede, den Ballon zur Clanstadt und den Ballon oder aber das Luftschiff Richtung Nachtdorf, finde ich gut. In der letzten Szenerie war das, oder in der Szenerie, die ich jetzt noch aktiv habe, diese Rama, Clash Rama Style Szenerie, dort ist das alles so, ich sag mal, so normal geblieben. Hier hat man sich immerhin einfallen lassen, dass man mal, jo, das ist auf jeden Fall Goblin-Lot, würde ich sagen. Das ist auf jeden Fall Kobold oder Goblin-Lot. Und das Schiff sieht mal ein bisschen anders aus. Das finde ich super, auch hier unten mit den Animationen, der da so ein bisschen höher trottet. Ne? Ich hoffe eigentlich, aber er fällt nicht dazwischen. Okay, der Entwickler hat sich Gedanken gemacht, er fällt nicht dazwischen. Und ich mag sie wirklich gerne. Okay, hier ist Party. Aber ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob es sich lohnt, die 11,99 € hier rein zu investieren. Aber ihr seht das hier, ich mag das ja sowieso mit diesen 3D-Effekten. Das sind einfach wirklich tolle, tolle Szenerien. Irgendwas trinken. Und deswegen bin ich mit mir mal wieder so ein bisschen am Hadern im Sommerloch. Also bei Clash of Clans ist auf jeden Fall kein Sommerloch. Und ich versuche auch, das Sommerloch so ein bisschen auszufüllen. Natürlich habe ich jetzt frei und möchte meine freie Zeit natürlich auch ein bisschen genießen. Aber ich möchte auch so ein bisschen an Clash of Clans dranbleiben, denn ich habe das vor 2 Jahren schon mal versäumt und das sollte mir diesen Sommer nicht nochmal passieren. Also es gibt für mich oder für euch, was jetzt mich betrifft, kein Sommerloch. Ich werde ganz normal so ein bisschen mein Content weiterbringen, auch wenn ja so ein bisschen die Zeit des Sommerlochs sicherlich auch irgendwann ja wieder vorbeigeht und dann geht es wieder ins, ich sag mal so, ins Normale. Aber dieses Normale will ich eigentlich jetzt schon haben. Also es soll kein Sommerloch geben. Wir haben ja ganz, ganz normal Clankrieg gespielt. Ich habe auch ganz, ganz normal teilgenommen, auch wenn ich mir 2 Tage am Wochenende wirklich mal Urlaub gegönnt habe. Und der auch sehr, sehr schön war. Also die beiden Tage habe ich wirklich ultra genossen. Was auch sicherlich dringend mal notwendig war, um mal so ein bisschen, ich sag mal so, jetzt, wenn man auch nicht wegfährt, mal so ein bisschen was anderes zu sehen, mal ein bisschen was anderes zu erleben und mal so ein bisschen, sage ich mal, auch gehirnmäßig ein bisschen so einfach mal relaxen. Einfach mal chillen, relaxen, an nichts denken, einfach mal Tag sein lassen. Und das habe ich auf jeden Fall an den Tag gelegt, aber ich habe auch den Clankrieg nicht vergessen. Also ich habe bis auf, ich glaube, den Clankrieg vorher, da habe ich tatsächlich einen Angriff zeitmäßig nur vergessen. Ich habe ihn nicht vergessen, aber ich habe ihn zeitmäßig nicht in Anspruch genommen, weil manchmal gerade so, wenn die sehr, sehr spät auslaufen, dann stelle ich mir doch schon einen Timer, um mich selber daran zu erinnern, weil ich mir keine Sachen hier in-game schicken lasse, weder aufs Handy noch aufs Tablet noch sonst wo, so nach dem Motto, Toto, der Clankrieg ist gleich zu Ende. Und deswegen habe ich es ein bisschen verpasst, mir einen Timer zu stellen. Aber wir haben den letzten auch gewonnen. Davor den, glaube ich, haben wir auch gewonnen. Auch wo ich einen Angriff nicht gemacht habe. Hier habe ich beide gemacht. Und der Gegner war eigentlich ganz gut. Ich war recht auf Augenhöhe. Allerdings haben wir dann am Ende noch ein bisschen zugeschlagen. Ich glaube, ich habe hier mit Avatar nochmal den 13er zugemacht. Da ist auch ein 15er dran gescheitert, was jetzt nicht so schlimm ist. Mit 99%. Den hätte ich euch natürlich auch gerne gezeigt, aber irgendwo reicht dann die Zeit nicht, um euch zeitnah etwas zu zeigen. Dennoch soll es ein bisschen Clash of Clans geben und so ein bisschen Real oder Smalltalk ist das so bei mir auf dem Kanal. Und auch die Livestreams werden weiterhin stattfinden. Also Samstag, Sonntag ging halt nicht. Ich meine, wenn ich nicht da bin und bin irgendwo ganz, ganz woanders, dann kann ich auch keine Livestreams machen, weil ich kann mein Equipment nicht mitschleppen und vom Handy jetzt Streams machen. Ich glaube, das ist nicht so gut. Ich meine, es geht, aber es ist dann qualitativ nicht so hochwertig, wie ich es eigentlich normalerweise mache. Aber gucken wir mal rein. Ich glaube, das war auch, ich weiß gar nicht, ob es knapp war oder nicht knapp war, mit so ein bisschen Smash, also Wardenburg vorweg.
So, den Mineral Friesen da, ist mir auch gelungen. Ich wollte den Borden jetzt nicht verlieren, muss halt den Single Inferno friesen. Und ich friese ihn auch nochmal, nur sicherheitshalber, ne? Nicht, dass er meinen Borden wegbrät. Also nochmal ein Friese, ich habe auch noch einen über, also von daher, der Single ist weg. Und jetzt kann es auch hier mit den Titanen losgehen, Karre hinterher, außen funnelt der King mit. Und irgendwo, ja, ich habe die neue Truppe, so will ich sie mal nennen, den kleinen Lehrlingsworden, den habe ich immer mit dabei, auch wenn sich ab und zu mal die Aura sicherlich überschneidet, dann ist halt die Aura vom Worden natürlich die führende Aura, aber sobald der kleine Lehrling alleine mit irgendeiner Truppe ist und der Worden ist in Entfernung oder ist auch nicht mehr da, dann hat man natürlich eine kleine, aber feine Truppenerhöhungs-Hield-Geschichte. Also ihr wisst schon, was ich meine. Und der ist auch noch da. Da ist er hier. Aber er ist im Moment auch noch voll in der Warden-Aura, glaube ich. Der Warden lebt, glaube ich, noch. Ne? Lebt er noch? Ja, der lebt noch. Okay. Also ist hier führend die Warden-Aura. Aber er macht halt auch ein bisschen DPS mit. Ja, so ist es ja nicht. Mit seiner Flitsche hier sieht man ganz schön. Gehen wir mal ein bisschen näher rein, dass ihr das auch mal seht, falls ihr die Truppe nicht kennt. Die gibt es ja erst ab Rathaus Level, ist das Milügen 14, ne? Nicht 13, 14 meine ich. Und deswegen, das ist eine coole Sache hier, wie lange der Kollege auch überlebt hier. Er ist irgendwie so, da kümmert sich ja keiner rum, ne? Da kümmert sich wirklich keiner rum. Der springt hier und flitsch, 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 zack, zack, zack. Aber okay, es gibt natürlich andere Tanks, also war es in diesem Fall eine reine DPS-Einheit. Und ich zeige euch natürlich noch so ein bisschen von den anderen. Wen haben wir denn hier noch? Sparkling, Sparkling, Sparkling. Oh, Sparkling. Der Sparkling hat zumindest nicht genölt oder ansatzweise mal so eine Anspielung gebracht im Discord. Ich beobachte den Discord immer ganz genau, wer da wie irgendwie was schreibt. Aber zumindest habe ich ja am Freitag ganz offiziell, sage ich mal, schon abgesagt, dass ich am Freitag nicht streame. Und Samstag, Sonntag muss ich das nicht machen, weil das sind eh nicht meine offiziellen Streamzeiten. Deswegen brauche ich da eigentlich gar nicht offiziell absagen, weil ich denke mal, meine Leute, die mich auf Twitch beobachten oder meine Zuschauer dort, die wissen, dass wenn ich, so wie dieses Wochenende ist eigentlich super gelaufen, freitags abgesagt, okay, es ist halt so, Leute. Und wegen Samstag und Sonntag hat auch, glaube ich, gar keiner gefragt. Also das fand ich auch gut und ich möchte das eigentlich auch ganz gerne so beibehalten, denn die festen Streamtage sind natürlich fest oder fix. Wenn es dann was zu rütteln gibt, dann gibt es immer irgendwas. Meistens ist es ja irgendwo eine Sache, die dann im Real Life passiert und nicht irgendwo hier im Spiel oder so. Ich hatte zwar jetzt vor kurzem so ein bisschen Pech hier mit einer Internetleitung oder mit überhaupt mal mit meiner Leitung hier, aber ich glaube, das hat sich auch relativiert. Und das ist jetzt auch Geschichte und Schnee von gestern. So ein bisschen habe ich da natürlich nachgeschaut. Und ich hatte auch ein bisschen Sorge, hatte ich ja auch, glaube ich, auch schon gesagt, dass ich hier während meiner komischen Aufräumaktion irgendwo mal eine Strippe ziehe, weil ich habe hier auch viel hier hinter gemacht. Also hier hinter, mit hier hinter meine ich, hinter meinem Schreibtisch, da wo die ganzen Kabel auch liegen, richtig schön sortiert. Also mein Kabelmanagement, die mich kennen und wissen, dass ich da ganz, ganz nicht so toll aufgestellt bin. Sobald ich hier ein Kabel ziehe, habe ich immer Sorge, ob ich nicht irgendwo versehentlich noch an irgendeinen anderen Stecker gekommen bin und dann funktioniert irgendwas nicht und ich suche mir hier einen Wolf, warum geht etwas nicht, was doch bis eben noch gelaufen hat, aber bisher ist das noch gut gegangen, auch bei meiner restlichen Aktion hier. Ich bin nach wie vor am Misten oder Ausmisten, so will ich es mal sagen, und es geht gut voran. Ich bin eigentlich gut zufrieden, was das angeht. Also mein Plan in diesem Jahr geht in jedem Fall auf. Immer so ein bisschen was machen am Tag und dann chillen. Ja, so ein bisschen im Urlaub chillen, ein bisschen abhängen. Vor allen Dingen immer ein bisschen in Bewegung bleiben. Das tut meinem jungen Körper auch sehr, sehr gut, dass ich mich auch ein bisschen bewege. Also spazieren gehen reicht da eigentlich so ein bisschen. Und aber dass ich auf jeden Fall nicht jetzt irgendwo zum Stillstand komme, hier bei Clash of Clans sowieso nicht, weil ich spiele es ja nach wie vor gerne. Und auch am WE, wo ich letztendlich gar nicht da war, hat das ja funktioniert. Ich habe meine Angriffe gemacht und hatte auch ganz entspannt eigentlich Zeit dafür, auch für Planung. Also
hat das hier gepasst. Und ich glaube, ich habe oben noch einen. Warte mal. Hunter. Jo, Hunter hier oben auf dem 15er. Wieso habe ich denn jetzt das Schildchen da? Okay. Hallo. Ah, okay. Merkwürdig. Ich hab eigentlich gerade abbrechen gedrückt. Ne? Jetzt zeige ich das trotzdem. Okay. Ist halt so. Vielleicht lecken die Server bei Clash of Clans auch. Kann ja auch mal vorkommen. Ja, ich nehme noch auf. Die Balken bewegen sich noch. Ich bin jetzt ein bisschen penibel geworden seit letzter Woche. Und gucke immer mal wieder so nebenher drauf, so mit zwei Augen, ob auch noch alles in Ordnung ist und ich nicht hier wieder sitze und mir ein Bart rede und es nichts dabei rauskommt. Aber wie gesagt, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es irgendwie so ein Sommerloch gibt, ob es so ein Sommerloch bei euch gibt. Also wo ihr wirklich sagt, okay, ich habe jetzt Urlaub, ich habe jetzt frei, jetzt mache ich auch kein Clash of Clans mehr. Oder ob ihr sagt, na gut, im Urlaub, Clashen geht eigentlich immer. Egal, ob man Urlaub hat oder nicht Urlaub hat, aber einige legen es wirklich acta. Und ich finde das auch absolut in Ordnung, denn von gewissen Dingen braucht man einfach auch mal eine Pause, auch wenn es Clash of Clans ist. Und es läuft einem ja nichts weg. Ja? Es läuft einem nichts weg, mir auch nicht. Ich habe alle Bauarbeiter am Laufen. Ich bin eigentlich, was das Spiel angeht, sehr, sehr zufrieden. Muss allerdings so ein bisschen noch an ein oder zwei Accounts was machen. Ihr habt es vielleicht in den Nutzungsbedingungen gelesen, dass sie sich da ein bisschen geändert haben. Die Supercell-ID ist jetzt wirklich an den Account gebunden. Und wenn man das nicht möchte, dann hat man, glaube ich, jetzt noch ein bisschen Zeit, das zu ändern. Bei mir geht es da, glaube ich, eher um E-Mail-Adressen, die ich ganz gerne getauscht hätte von dem einen oder anderen Account. Das habe ich auch noch nie gemacht. Es gibt aber auch noch eine andere Sache. Ich habe im Moment auch wirklich so ein paar Themen, die mir auf der Seele brennen und euch vielleicht interessieren. Es geht da so ein bisschen um Clankriege, Freundschaftsklankriege, Liga, normaler CWL, was geht nicht, was geht vielleicht, was geht parallel, etc. Das habe ich nämlich auch selber noch nicht wirklich, manchmal nicht wirklich verstanden, warum etwas nicht geht, obwohl man sagen könnte, es könnte ja eigentlich gehen. Vielleicht wisst ihr schon, was ich meine, aber ich habe mir da ein bisschen was überlegt. Also ich habe auch, mir schwirren Ideen im Kopf, wo ich euch vielleicht was nahebringen kann, was euch interessiert und was mich auch interessiert, was ich gerne hinterfrage. Ja, was ich gerne hinterfrage. Nach wie vor hinterfrage ich ja zum Beispiel, warum ist es beim Pushen oder nicht beim Pushen, sondern beim Tranknehmen nicht möglich, die Clanburg mitzunehmen. Nach wie vor, das ist auch ein Dauerbrenner bei mir. Ja, warum ist die Clanburg beim Pushen oder beim Tranknehmen nicht auch mit in dem Boost drin, sondern du musst immer warten, bis die Clanburg frei ist, damit du wieder fordern kannst, ohne dass du Gems bezahlst. Das ist mir nach wie vor ein Rätsel und das wird wahrscheinlich auch weiterhin mein Rätsel bleiben, was ich auch immer wieder hinterfrage. Deswegen sage ich es auch mal, damit ich es nicht vergesse. Jo, haben wir hier gewonnen. Nächster Krankenkrieg läuft nicht. Wir haben nämlich ein kleines Sommerloch. Ihr seht das hier. Start War, wir haben ein kleines Sommerloch. Liegt daran, dass wir nur 8 Leute gestern waren. Heute sind wir 10. Okay, wir könnten also heute starten. Das werden wir heute Abend auch machen. Aber gestern waren wir nur 8. Dann habe ich irgendwann geschrieben, Leute, machen wir halt eine Pause. Da oben irgendwo, dann machen wir halt CK-Pause. Kann man ja auch mal machen. Also so ein bisschen das Sommerloch ausnutzen. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem ganz gut gefallen. Wenn ja, dann lasst mir einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben. Ich wünsche euch einen schönen Wochenstart, eine schöne Woche sowieso. Bis dahin, vielen Dank, Leute. Euer Toto. Clasht.